Inzwischen kennt wohl jeder den Begriff Cold Case. Damit sind Kriminalfälle gemeint, die bis heute ungelöst und mit den Jahren kalt geworden sind. Etwa weil alle Spuren ausermittelt sind, das entscheidende Puzzlestück fehlt oder es einfach keine neuen Hinweise mehr gibt. Doch nur weil ein Fall zum Cold Case wird, bedeutet das lange nicht, dass er in Vergessenheit gerät und schon gar nicht, dass die Polizei ihre Bemühungen einstellt. Denn es gibt Fälle, in denen nach Jahren oder gar Jahrzehnten noch einmal neu angesetzt wird. Fälle wie das rätselhafte Verschwinden von Monika Frischholz. Monika Frischholz ist 1976 12 Jahre alt und hat zwei ältere Geschwister. Ihr Vater ist krankheitsbedingt Frührentner und verbringt deshalb viel Zeit mit Monika. Das Verhältnis zwischen den beiden ist gut und auch mit ihrer Mutter kommt die 12-Jährige sehr gut aus. Die Familie lebt im Stieberweg in Flossenbürg, einer kleinen Gemeinde in Bayern. Wir schreiben den 25. Mai 1976. Es ist ein Dienstag. Monika fragt am Nachmittag, ob sie noch ein bisschen nach draußen dürfte. Sie würde gern mit zwei Freundinnen spazieren gehen. Sie hat gerade ihre Hausaufgaben fertig gemacht, es spricht also nichts dagegen. Ihre Eltern erlauben den Ausflug, bitten sie aber am Abend pünktlich nach Hause zurückzukommen. Monika hat an diesem Tag schon einen kleinen Schulausflug hinter sich. Am Vormittag war sie mit ihrer Klasse im 6 Kilometer entfernten Weiler unterwegs. Dort haben die Schulkinder eine Kirche besucht und einen Pferdestall besichtigt. Nun nutzt sie den freien Nachmittag für ein Treffen mit zwei Freundinnen. Während des Spaziergangs erzählt Monika ihnen von einem Jungen namens Paul. Monika mag ihn sehr gern und sagt, er würde sich später an diesem Tag noch mit ihr treffen wollen. Sie seien in Floß für einen gemeinsamen Spaziergang verabredet und würden danach vielleicht noch etwas essen gehen. Das, was Monika ihren Freundinnen erzählt, stimmt allerdings nicht ganz. Monika hat einen anderen Jungen gebeten, Paul Bescheid zu sagen, dass sie sich gern mit Paul in Floß treffen würde. Sie hat ihm einen Zettel für Paul mitgegeben, auf dem Monika um ein Treffen bittet. Paul hat Monika also gar nicht eingeladen. Es war umgekehrt. Und Monikas Einladung ist bei Paul nie angekommen. Denn der Junge, der Paul Bescheid geben sollte, hat Paul nie erzählt, dass Monika ihn an diesem Nachmittag in Floß treffen wollte. Noch dazu ist Paul bereits 18 Jahre alt. Mit ihren 12 Jahren ist Monika für Paul also noch viel zu jung. Wahrscheinlich hat sie sich gewünscht, dass Paul sich für sie interessieren würde. Der Realität wird das vermutlich allerdings nicht entsprochen haben. Gegen 15 Uhr trennt sich der Weg der drei Freundinnen. Monika setzt ihren Spaziergang allein fort und geht in Richtung Floß, wie ihre Freundinnen damals glauben, um sich mit Paul zu treffen. Sie können ja nicht ahnen, dass es die Verabredung in der Form, wie Monika von ihr erzählt, gar nicht wirklich gibt. Und auch nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie Monika Frischholz sehen. In Floß wird Monika vermeintlich von einer Zeugin gesehen. Sie gibt an, ein Auto in einem auffälligen Zitronengelb sei neben Monika auf der Straße hergefahren. Das Auto soll mehrfach neben Monika gehalten haben. Der Fahrer habe sie anscheinend dazu überredet, in den Wagen einzusteigen. Und tatsächlich ist das Mädchen in das Auto gestiegen und sei danach für immer verschwunden. Später kann sich die Zeugin nur noch daran erinnern, dass es sich bei dem Wagen eventuell um einen Opel Kadett gehandelt haben könnte. Das Autokennzeichen habe mit LÜ begonnen. Der dritte Buchstabe sei möglicherweise ein N oder ein D gewesen. Dieses Kennzeichen wird damals für Lünen und Lüdenscheid ausgegeben. Beide Städte liegen in Nordrhein-Westfalen am Rande des Ruhrgebiets und damit mehrere hundert Kilometer von Monikas bayerischer Heimat entfernt. Als Monika am Abend des 25. Mai 1976 nicht wie verabredet nach Hause kommt, verständigen ihre Eltern die Polizei. Die Kriminalpolizei in Neustadt an der Waldnaab nimmt die Ermittlungen auf. Monikas großer Bruder fährt noch in der Nacht auf seinem Mofa umher, um nach seiner kleinen Schwester Ausschau zu halten. Sowohl Flossenbürg als auch die umliegenden Ortschaften werden in den folgenden Tagen abgesucht. Leider vergeblich. Im Jahr von Monikas Verschwinden meldet sich ein anonymer Anrufer bei der Polizei.
Er behauptet, er habe nahe des Geißweihers in Weiden die Unterwäsche eines Mädchens gefunden. Sie würde sicherlich mit dem Fall Monika Frischholz in Verbindung stehen. Die Polizei sucht daraufhin das Weiherufer ab, kann die von dem Anrufer beschriebenen Kleidungsstücke aber nicht auffinden. Ein Jahr nach Monikas Verschwinden wird ihr Fall 1977 in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Der Ausschnitt aus der Sendung ist 2019 erneut aufgetaucht. 40 Jahre nach seiner Ausstrahlung sorgt er in den Medien für großes Entsetzen. Der Moderator Eduard Zimmermann impliziert in seiner Anmoderation, Monika habe eine gewisse Mitschuld an ihrem Verschwinden. Er spricht von einem Erziehungsproblem, das insbesondere bei Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren vorliegen würde. Sie beginnen sich zu schminken, sie wollen älter aussehen als sie sind und sie trachten danach, bei Gleichaltrigen ein Statussymbol der ganz besonderen Art vorweisen zu können, einen Freund. Auch der Auftritt einer geladenen Expertin wird rückblickend kritisiert. Sie spricht davon, dass Monika in der Zeit vor ihrem Verschwinden vermutlich einen entscheidenden Fehler gemacht habe. Das Ganze ist vielleicht nur unglücklich formuliert, wirkt im Kontext aber sehr unpassend. Denn als Monika verschwindet, ist sie gerade einmal 12 Jahre alt. Dem Kind nicht mal ein Jahr nach ihrem Verschwinden öffentlich ausdrücklich einen Fehler zu unterstellen, stößt heute auf wesentlich mehr Kritik als in den 70ern. Noch dazu sind die Umstände zu Monikas Verschwinden, das sei vorweggenommen, noch immer nicht ansatzweise geklärt. Ob Monikas Interesse an einem Jungen wie Paul oder andere altersentsprechende Entwicklungen überhaupt irgendeine Rolle in dem Fall gespielt haben, weiß schlichtweg niemand. In der Aktenzeichen XY-Sendung wird ein Bezug zu einem weiteren Mordfall hergestellt. Im nordrhein-westfälischen Hamm verschwand 3 Monate nach Monika die 12 Jahre alte Arnhild Uther. Kurze Zeit nach ihrem Verschwinden wird das Mädchen erdrosselt und durch Schläge verletzt aufgefunden. Auch ihr Fall ist bis heute ungeklärt. Die Polizei scheint sich damals recht schnell auf die vermeintliche Verbindung zwischen den beiden Fällen zu konzentrieren. Arnhild verschwand in Hamm. Und Hamm wiederum liegt unweit von Lünen und Lüdenscheid entfernt. Das Auto, in das Monika gestiegen sein soll, hatte ein Kennzeichen, das mit LÜ begann und möglicherweise aus einer der beiden Städte kam. Es ist die einzige heiße Spur, die die Polizei Ende der 70er Jahre hat. Viele Jahre nach Monikas Verschwinden und der XY-Ausstrahlung gibt es eine überraschende Wendung in dem Fall. Denn eine junge Frau aus Flöß meldet sich bei der Polizei und räumt mit einem großen Missverständnis auf. Sie ist die Person, die an jenem 25. Mai in einen zitronengelben Wagen eingestiegen ist. Sie sah Monika 1976 recht ähnlich und die Zeugin hat nicht das 12-jährige Mädchen, sondern diese andere Frau beim Einsteigen in das Auto beobachtet. Einerseits ist es gut, dass diese Spur nun zu den Akten gelegt werden kann, andererseits haben die Ermittler nun ein Problem. Denn ihr Ermittlungsfokus lag jahrelang auf der vermeintlichen Verbindung nach Nordrhein-Westfalen. Diese ist aber hinfällig, da Monika ja nie in das Auto mit dem entsprechenden Kennzeichen eingestiegen ist. Die letzten Personen, die Monika lebend gesehen haben, bleiben also ihre beiden Freundinnen. Und die haben nur gesehen, wie Monika die Straße Richtung Flöß entlang ging. Ob sie wirklich auch in Flöß angekommen ist, ist anders als zunächst vermutet, gar nicht klar. Die Polizei prüft über die folgenden Jahre hinweg Spuren in Bayern und über die Region hinaus. Leider ohne Erfolg. Monikas Familie leidet sehr unter dem Verschwinden der 12-Jährigen. Weihnachten 1976, ein halbes Jahr nach dem schicksalhaften Maitag, legt Monikas Mutter am Heiligabend Geschenke für ihre 12 Jahre alte Tochter unter den Weihnachtsbaum. In der Hoffnung, sie würde vielleicht doch noch auftauchen. Nur 3 Jahre danach verstirbt Monikas Mutter. 1986, 10 Jahre später, stirbt auch Monikas Vater. Beide werden nie erfahren, was ihrer Tochter zugestoßen ist. Ende 2018 wird der Fall Monika Frischholz noch einmal neu aufgenommen. Also ganze 42 Jahre nach dem Verschwinden der Schülerin. Die Polizei richtet eine Ermittlungsgruppe ein, die alten und neuen Hinweisen nachgeht. Die Ermittlungsgruppe Froschau wird nach der Straße benannt, an der Monika zuletzt von ihren Freundinnen gesehen wurde. Die Polizei spricht damals von einem interessanten Zeugenhinweis, dem sie nachgehen wolle, der ein Tötungsdelikt nahelegt.
Weiter konkretisiert wird dieser neue Ansatz allerdings nie. Der Vermisstenfall Monika Frischholz wird nun allerdings als möglicher Mordfall behandelt. Da extra noch einmal eine neue Ermittlungsgruppe gegründet wurde, kann man davon ausgehen, dass die vorliegenden Hinweise äußerst vielversprechend gewesen sein müssen. Die Ermittlungen sind seit 1976 immer wieder aufgegriffen worden. 86, der Fall war nie geschlossen, aber jetzt haben wir gesagt, nachdem es schon so lange ist, wir versuchen jetzt nochmal alles, um nicht den Fall doch noch aufzuklären. Erstmals befassen sich auch Fallanalytiker aus München mit dem Verschwinden von Monika Frischholz. Die Ermittlungsgruppe geht davon aus, dass Monika ihren Mörder kurz nach der Verabschiedung von ihren beiden Freundinnen getroffen haben muss. Innerhalb weniger Monate gehen über 80 neue Hinweise bei der Polizei ein. Und das, obwohl der Fall zu diesem Zeitpunkt bereits 42 Jahre alt ist. Anfang 2019 spricht die EG Froschau nochmals mit 50 Personen über das Verschwinden von Monika. Einige von ihnen wurden in den 70ern befragt. Andere werden 2019 erstmals zur Polizei geladen. Kurz nach der Neuaufnahme der Ermittlungen stirbt Monikas älterer Bruder. Er hat bis zuletzt auf eine Aufklärung des Falles gehofft. Das zweite Kind der Familie war bereits zuvor gestorben. Das bedeutet, dass es jetzt keine unmittelbaren Verwandten mehr gibt, die noch nach Monika suchen können. Die Familie Frischholz wird nie erfahren, was mit ihrer Tochter und Schwester geschehen ist. Die Polizei setzt ihre Untersuchung natürlich trotzdem fort. Und zwar in einem noch nie dagewesenen Umfang. An gleich mehreren Orten in der Region wird nach der seit mehreren Dekaden vermissten Monika gesucht. Die Ungewissheit bietet natürlich auch Nährboden für viele Gerüchte, die in der Region aufkeimen. Auch nach vielen Jahrzehnten noch. Aus ganz Deutschland kommen Journalisten nach Flossenbürg. Sie mischen sich unter die Dorfbewohner und versuchen überall O-Töne und Eindrücke aus der Bevölkerung einzufangen. Der damalige Bürgermeister berichtet, er habe morgens nur Brötchen kaufen wollen und sei beim Bäcker angesprochen worden. Bei anderen Anwohnern klingeln die Reporter einfach und hoffen, Insider-Informationen zu bekommen. Einer älteren Dame sollen die Journalisten sogar ein Fotobuch entwendet haben, um darin auf Materialsuche für ihre Artikel zu gehen. Auch die örtliche Kneipe wurde von Reportern belagert. In der Gegend erzählt man sich, Monikas Leichnam sei von ihrem Mörder vielleicht im nahegelegenen Steinbruch abgelegt worden. Die Polizei schließt diese Annahme allerdings kategorisch aus. Andere behaupten, Monika sei in eine Kläranlage in Flossenbürg eingemauert worden. Das Klärwerk war aber schon fertiggestellt, als Monika 1976 verschwand. Dementsprechend kann diese These ausgeschlossen werden. Stattdessen konzentriert sich die Polizei auf andere Orte rund um Flossenbürg. So unternimmt man beispielsweise Grabungen hinter der Kirche von Weiler. Dorthin hatte Monika am Vormittag vor ihrem Verschwinden einen Schulausflug unternommen. Anscheinend prüft man die Möglichkeit, dass Monika noch einmal nach Weiler zurückgegangen sein könnte. Die Suche verläuft aber ohne neue Erkenntnisse. Auch in Waldkirch bei Georgenberg werden 2019 Grabungen durchgeführt. Nach der erneuten Auswertung früherer Hinweise und neuer Zeugenaussagen hatte man sich für eine Grabung in der Nähe der tschechischen Grenze entschieden. Der Ort, auf den die Ermittler sich konzentrieren, liegt nur ungefähr 8 Kilometer von Monikas Elternhaus entfernt. Auf der Suche nach Monika findet man allerdings lediglich ein Autowrack. Der ehemals türkisfarbene VW Käfer muss jahrzehntelang unter der Erde gelegen haben. Zunächst heißt es in Medienberichten, die Polizei habe neben Autowrack Hinweise gefunden, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Neben dem Wrack wird allerlei Elektro- und Metallschrott gefunden, ebenso Knochen. Nach den Untersuchungen stellt man schon bald fest, dass die Knochen von Tieren stammen und nichts mit dem Fall Monika Frischholz zu tun haben. Auch die vorigen Berichte, wonach im Wrack des VWs Hinweise gefunden worden seien, werden zügig von der Polizei entkräftet. Es stellt sich heraus, dass der ehemalige Besitzer des Autos mittlerweile verstorben ist. Er hat das Auto vermutlich einfach auf günstigem Wege entsorgen wollen und ist deshalb im Wald vergraben. Eine Verbindung zum vermissten Fall Monika Frischholz kann ausgeschlossen werden. Ein Weiher in Waldkirch bei Georgenberg wird ebenfalls abgesucht. 7 Polizeitaucher sind im Einsatz und durchkämmen den Fluss auf der Suche nach der seit mehr als 40 Jahren verschwundenen Monika. Der Weiher ist etwa 6 bis 11 Meter tief und die Suche somit mit einem großen Aufwand verbunden. Da das Wasser nicht abgepumpt werden kann, suchen die Taucher Meter für Meter ab. Auch Boote mit Sonargeräten unterstützen die Untersuchung am Weiher.
aber auch an dieser Stelle verlaufen die Bemühungen im Sande. Es gibt noch einen weiteren konkreten Hinweis, der zu einer alten Scheune in Waldkirch bei Georgenberg führt. Der Holzschuppen steht auf einem Privatgrundstück. Die Besitzer haben sich selbst an die Polizei gewendet. Denn in einer Ecke der Hütte gibt es Auffälligkeiten im Betonboden, die die Besitzer sich nicht erklären können. Die Polizei erklärt sich dazu bereit, den Boden der Scheune zu öffnen und die Beschaffenheit kriminaltechnisch zu untersuchen. Ungefähr 20 Polizisten, darunter auch Mitarbeiter des Bundeskriminalamts und einer technischen Einheit, rücken an. Aber auch hier gibt es keine neuen Ergebnisse. Stattdessen macht die Polizei eine kryptische Andeutung. Es heißt, nähere Erläuterungen der Erkenntnisse, welche zur Grabung an diesem Ort geführt haben, können mit Blick auf das laufende Verfahren nicht gegeben werden. 2019 wird noch eine Wohnung im Zusammenhang mit dem Fall Monika Frischholz durchsucht. Wo genau sich diese Wohnung befindet, verrät die Polizei aber nicht. Und schon ein Jahr später löst sich die Ermittlungsgruppe Froschau wieder auf. Und damit verschwindet natürlich auch eine gewisse Hoffnung. Aber die Polizei nimmt auch heute noch weitere Hinweise an. Denn wenn die Bemühungen der Polizei 2019 eines gezeigt haben, dann, dass man Cold Cases auch nach mehreren Jahrzehnten nicht aufgibt. Das Verschwinden von Monika Frischholz ist bis heute eines der größten Rätsel in der Oberpfalz. Irgendjemand muss wissen, was dem 12 Jahre alten Mädchen am 25. Mai vor mehr als 45 Jahren zugestoßen ist. Die Polizei vermutet inzwischen einen Mordfall. Und wie ihr sicherlich wisst, verjährt Mord nicht. Selbst mit kleinen Details kann man sich nach wie vor bei der Polizei melden und so vielleicht zur Lösung des Cold Case beitragen. Mit Monika verschwindet damals auch eine Schweizer Uhr der Marke Roma Amphibio, sowie ihr hellbraunes Portemonnaie. Beide Gegenstände sind nie wieder aufgetaucht. Als Monika damals ihr Elternhaus verlässt, trägt sie folgende Kleidung. Eine dunkelgrüne Hose, eine rot-schwarze Weste bzw. Strickjacke, einen ockerfarbenen Kurzarmpullover, gelbe Kniestrümpfe und braune Halbschuhe. Auch alle Kleidungsstücke des Mädchens bleiben bis heute verschwunden. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur und braune Haare. Heute wäre Monika Frischholz beinahe 60 Jahre alt. Dass sie noch am Leben ist, gilt leider als beinahe ausgeschlossen. Dennoch ist es wichtig, an Monika zu erinnern. Denn auch wenn ihre unmittelbaren Verwandten heute nicht mehr leben, gibt es noch immer Personen, die Monika kannten. Und sie haben Antworten auf ihre drängenden Fragen verdient. Und Monika verdient eine vollständige Aufklärung ihres Schicksals. Ich hoffe, mit diesem Video vielleicht einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Wenn ihr Bekannte in der Oberpfalz habt, teilt dieses Video gern mit ihnen. Vielleicht fällt irgendjemandem auch nach all den Jahren noch ein entscheidendes Detail ein. Wenn ihr den Algorithmus zusätzlich ein wenig anfeuern möchtet, hinterlasst gerne einen Like oder Kommentar. Und aktiviert auch gerne die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr und das Video wird Leuten vorgeschlagen, die Insolite noch nicht abonniert haben. Beziehungsweise es erhöht die Chance. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.